Das ist jetzt unsere Brandschutztür, die hier eingebaut werden soll. Und wenn wir anlanden, dann öffnen wir diese Brandschutztür und dahinter verbirgt sich dann unser Klimagerät. Es muss natürlich belüftet werden, deswegen brauchen wir eine Klappe. Da es von diesen Sachen sehr, sehr wenige gibt, ist es für uns gar nicht so leicht gewesen, da irgendetwas zu finden. Und jetzt müssen wir das eben an diese zwei Containerholme anbauen, dann ein bisschen wie so eine Art Regenschutz drüber bauen. Und wir haben keine Ahnung, wie wir das hinbekommen, weil oberhalb dieser Feuerschutzklappe brauchen wir noch 1,70 Meter für unser Solarpanel, das an die Seite kommt. Wir haben insgesamt 4 cm Spiel. Und unten müssen wir deswegen ein paar Zentimeter abcutten, dass wir 4 cm Spiel haben. Es ist mal wieder, wie immer, auf den letzten Mikromillimeter ausgelegt. Und da werden wir mal gucken, was wir daraus machen. Das, was wir jetzt ausprobieren wollen, weil wir wollen uns nämlich 3 dieser Teile sparen, weil wir müssen Gewicht sparen, auch bei 40 Tonnen. Gerade bei 40 Tonnen sind gar nichts. 40 Tonnen, überleg dir mal, was ein normales Energiesparhaus wiegt. Ne? Und wir versuchen das auf einem Auflieger hinzubekommen. Also das wird eine haarige Nummer. Wir wollen also dieses Ständerwerk wollen wir benutzen, um die Tür einzuspannen und das eben als Dachrinne zu verwenden oben. Und ob das funktioniert, wir haben keine Ahnung, aber wir werden es sehen. Mein Gott, dann schneiden wir jetzt als erstes mal ein Loch in den Container. Das wird schon, ups, der Sturm war so arg, dass es erstmal unsere Lampe umgepfiffen hat. Falls eine kleine Lichtdifferenz da ist, das könnte an dem liegen. Es ist echt komisch, jetzt erstmal so ein Loch da reinzuschneiden und zu sagen, ich habe keine Ahnung, ob ich es je wieder geschlossen kriege. Ja. Und wir haben auch keine Ersatzmaterialien. Nee. Das Gute ist, wir wissen, wir könnten es notfalls einfach wieder reinschweißen. Und wir haben eh schon lauter Stückelungs. Ja, das sieht gut aus. Noch eine mehr oder weniger. Ja, das sieht gut aus. Nee, machen wir Start. Wir sind im letzten Quadranten und es wird sich gleich zeigen, ob das Loch in unserem Container anwächst. Franz flext ohne Ende und es wird spannend, ob wir jetzt ein neues Wasserloch bekommen oder nicht. Na, jetzt werden wir mal gucken, ob wir das ganze Thema hier rauskriegen. Stopp, Franz. Also, dann werden wir das Ganze jetzt mal nach außen rauskicken und mal schauen, ob das läuft. Da unten, da hängt es noch. Da war die eine Stelle, ja, das ist da unten der Punkt. Warte mal, da hängt es aber auch noch. Ah, okay. Ja. Da hängt es auch. So. Au. Hallo, ich habe eine neue Tür aufgemacht. Das ist eine neue Tür. Ja, das müssen wir mal gucken, nicht das Kreuz anhauen. So. Jetzt haben wir nur noch da die Stelle. Da flexen wir das jetzt dann einmal noch mal kurz durch. Mhm. Ja. Tada! Wer hätte das gedacht, dass wir das Ding hier rauskriegen. Das ist ja super. Das wird mein neuer Bettvorleger. Das ist klasse. Nee, sieht schön aus. Endlich mal eine tolle Luke. Mhm. Und genau, da müssen wir jetzt wohl mal ein bisschen basteln. Ne? Ja, also immerhin, kaputt machen können wir schon. Ja, kaputt machen geht. Das ist super. Okay, in diesem Sinne, da machen wir wohl mal weiter. Wa? Das ist klar. Nach ungefähr 425 Mal einpassen, wissen wir immer noch nicht, ob es passt. Aber es sieht schon mal gar nicht so schlecht aus. Also wir haben die Tür für unsere Klimaanlage, haben wir jetzt schon mal erstmal so weit
eingebaut, dass sie da ein bisschen nach vorne rausfällt und nach hinten schön reingleitet. Jetzt müssten wir dann noch eine Dachrinne bauen, weil ob die komplett schlagregendicht ist, wage ich zu bezweifeln. Bei der modernen Technik vertraue ich nicht mehr die Bode, ganz ehrlich gesagt. Und dafür haben wir diesen Winkel. Den wollen wir nach innen reinsetzen. Also so im Endeffekt. Und dann eben gucken, wie wir den am besten anbringen können. Aber nachdem wir hier so ganz kleine Löcher sehen, ist das ein super Spaß. Er ist noch nicht optimal eingepasst, würde ich sagen. Nein, ist noch nicht ideal eingepasst. Da denke ich, müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten. Aber das wird Phase 100. Vielleicht noch 800 Mal einpassen. Und dann könnte es schon eine Tür werden und wir könnten zum Schweißen übergehen. Geplant war dafür ein Viertel der Tag. Jetzt sind wir bei zwei kompletten, ne? Zwei komplette Tage. Wiegen tut die ganze Schoße 35 Kilo. Ohne, dass wir was dran gemacht haben. Ohne, dass wir was dran gemacht haben. Und gesagt wurde 25. Nee, diese Genauigkeit. Ich finde diese Genauigkeit in unserer Gesellschaft einfach herrlich. Klasse, danke. Somit kann man auch dann immer seine Gewichtssachen einhalten. Naja, miep, wir machen weiter. Da werden wir jetzt mal gucken, was wir jetzt so auf die letzten zwei Tage zusammengebastelt hatten. Wir haben ja gedacht gehabt, 2 Stunden, das Ding ist gleich fertig. Nee, das dauert auch nicht lange. Aber man muss ehrlich und offen zugeben, es dauert länger, als man denkt. Ja, nur 2,5, aber ja. Tage. Ja, genau, 2,5 Tage statt Stunden. Also echt, es ist wirklich der Hammer. Es dauert alles länger, was man denkt. So, jetzt öffnen wir mal unsere Tür und siehe da. Sie funktioniert. Sie funktioniert. Und sie funktioniert sogar wirklich so gut, dass wir die dann später komplett aufklappen können. Ja? Und wenn wir dann hier unsere Klimaanlage drinnen haben, dann kann die von außen einfach die Luft ansaugen, sodass es dann auch innen drin perfekt gekühlt sein kann. Mhm. Was sagen Sie dazu? Ja, ich würde sagen, gut geworden ist es. Was lange währt, wird endlich gut. Wie heißt es schön? Ja, genau. So hört sich das an. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir es regendicht bekommen und machen natürlich dann nachher den Hochdruckreiniger-Test. Aber wir haben natürlich nicht alles eingebaut, aber wir werden einige Stellen mal nachgucken, ob es dann auch wirklich so dicht ist, wie wir uns das dann eben vorstellen. So. Wenn ihr glaubt, dass das schon alles vorbei war, nee, stimmt nicht. Wir haben noch 2 weitere Türen, die wir einbauen sollen. Ob wir euch das jetzt gleich zeigen oder nicht, das wissen wir noch nicht. Also, in diesem Sinne, fröhliches Schaffen. Frisch, fromm, fröhlich, weil ans Werk. Wie Dr. Taft bei den Lümmeln von der ersten Bank gesagt hat. Ja.